Ja, und hallo und herzlich willkommen zu The Witcher 3, gespielt von mir, dem Digi-Haden, auf dem Kanal. So, was ist das denn? Nerdern wäre auf live? Es ging ja auch immer überall Leichen rum hier. Was ist da hinten? Okay, der redet nicht viel. Ja, ich bin auf der Suche nach dem nächsten Fragezeichen. Ich habe gerade mich ein bisschen über den Greifen erkundigt in der letzten Folge und aber ich möchte halt irgendwie noch ein bisschen, bevor ich die Greifen mache, ich habe nämlich das Gefühl, das ist so eine Art Endgegner. Hier noch ein bisschen abernten. Und ach du Scheiße. Das ist ein Lecker. Das ist aber ein anderer Lecker. Der gibt's bei The Witcher doch Lecker. Interessant. Glossar, Lecker. Kein Nekro. Was ist das? Ein Okroide. Wirksamkeit. Nordwind, die Bombe. Und. Naja, gut. Okroidöl. Aber kein Zeichen. Seid vorsichtig, Leute. Unter der Brücke hausen Neckar. Wenn ihr die Brücke überquert, oder ohne langsamer zu werden und anzuhalten, passiert nichts. Sollte an eurem Wagen aber eine Achse brechen und ihr hängt dort draußen fest, nun, dann schließt ihr besser die Augen und betet zu Militele. Ein einzelner Neckar ist harmlos. Oh, 5 sind gefährlich. 10 können selbst einen erfahrenen Monsterschlechter umbringen. Größere Probleme bereiten die größeren, stärkeren Wesen, die Krieger, wie auch die seltene Neckarart namens Pyka. Oder Pucker. Okay, Neckar. Interessant. Irgendwie. Was ist hier? Ich glaube, ich habe ihn mit dem falschen Schwert getötet. Hier ist doch ein Kräuterkundler. Weißt du, Hexer? Sei gegrüßt. Den kenne ich doch schon. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Habe ich eigentlich schon wieder was zu verkaufen? Ich glaube, die Frage hat sich gerade erledigt. So. Er selber hat jetzt aber nicht so viel. Was mir nutzt. Was ist das? Ist das reines Silber? Brauche ich nicht. Wenn das so weitergeht, kann ich mir bald ein Hühnerbein leisten. Also besonders viel war das ja nicht. Leb wohl. Da hilft nur noch beten und hoffen, dass uns das Böse verschont. Au! Oh, ganz vergessen, dass ich auch rein kann. Ich will immer wie bei GTA, mit der rechten Taste Gas geben. Mit der RT-Taste heißt sie, glaube ich.
wieder so ein Banditenlager, schätze ich mal. Interessant, hier ist nix. War ich schon. Das ist nicht der Ort, an den ich wollte. Was ist denn in den Sumpf? Schneller. Schon wieder wollte ich mit der Taste Gas geben. Oh. Na, was ist mit euch beiden? So, Nekrophagenöl wäre jetzt super. Das würde die blöde Kuh... Was ist mit dem Glossar? Vielleicht habe ich ja sogar noch... Es ist tatsächlich... Nekrophagenöl und Igni. Ist ja am besten für sie geeignet. Hier habe ich auch drin. Alchemie. Nekrophagenöl. Zwei Zahnblüten. Wir versuchen es trotzdem mal. An der Reichweite muss ich noch ein bisschen arbeiten. Eine Jägerhose, Oren, Kron. Tja, ich weiß nicht. Ich habe ja jetzt eigentlich alles. Ich könnte ja jetzt auch zufrieden gehen. Ich finde das seltsam, dass diese Nekrophagen, die hier im Wasser leben, dass sie so empfindlich gegenüber Feuer sind. Man sollte doch meinen, dass die halt nicht so empfindlich gegenüber vom Feuer sind. Ich doch schon gesehen. Was jetzt, du Stück Dreck? Das war ein bisschen zu optimistisch.
Ah. Hat sie immer getroffen. Fuck. Autsch. Ertrunkenen Hirn. Wo sind die anderen? Die anderen geben nichts ab. Wo ist diese Hexe? Na gut. Tja, also ich sollte doch mal dieses, ja, was sollte ich nehmen? Dieses Teil, was... Meditation, ne. Wo war denn das Charakter? Diese Eigenschaft, die mir halt es ermöglicht, Leben zu regenerieren. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was das war. Alchemie allgemein. Sonne und Sterne. Tagsüber regenerierte Vitalität zu 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Ich habe sogar noch 2 Punkte. Ich könnte meine Pfeilabwehr noch ausbauen. Jetzt habe ich mir die eine wieder weggenommen. So. Genau, jetzt regeneriert meine Lebensenergie von alleine. Das ist gut, das ist sehr gut. Das hilft mir, das wird mir sehr helfen. Das wird mir sehr, sehr helfen. Das ist jetzt ein bisschen zu weit draußen. Also die Karte, die ist ganz schön am ja, unscharf werden. Und es gibt aber auch wirklich unheimlich viel noch zu entdecken. Zum Beispiel hier mitten im Wasser. Aber es ist immer noch dieses, was mich hier auch noch ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist halt dieser Hexer, den man halt vergraben hat. Den man im Kopf abgeschlagen hat und dann gemerkt hat, dass man den Kopf ja nicht wieder annähen kann. Los, lauf! Und den man halt irgendwo verscharrt hat. Wer weiß, was er noch für leckere Sachen mit hat. Suchst du Ärger?
Mist. Wieso reite ich jetzt hin? Oh Mann, es geht da schon wieder los. Ah, ich stecke mal meine Waffe weg. Ah, ich reite ich nicht geschickt den Weg entlang. So, nach der Karte zu urteilen. Kann ich noch ein bisschen den Weg lang reiten. Bewachter Schatz? Los! Langsam! Tja, hier war ich schon. Und schon war nichts unbedingt sehr Starkes, oder? Muss ich mir die Folge nochmal angucken. So, dann wollen wir mal eine Runde schwimmen gehen. Ja, was uns da unten erwartet, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Diese Folge ist leider schon wieder zu Ende. Und, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!